Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C# programmieren wir und wir sind bei Bindungsanweisungen. Das letzte Mal haben wir die Checkbox gemacht und heute haben wir gesagt, okay, die Checkbox ist eigentlich das falsche Werkzeug dazu. Das falsche Werkzeug dazu, weil diese Checkbox, du musst ja händisch nachbearbeiten. Ich möchte nur eines auswählen. In meinem Fall wollte ich nur eines auswählen, nämlich ob das Uppercase oder Lowercase übernommen wird. Da muss doch was anderes geben. Ja, und das gibt's auch. Wir nehmen uns diesmal die Combo-Box vor. Okay, schauen wir uns die Combo-Box an, wie das aussieht. So, dazu, das ist das Programm vom letzten Mal, dazu werde ich den, ich meine, schau mal, da habe ich jetzt zum Beispiel das Checker-Box, Upper Check, Change und so weiter. Wenn ich das da weglösche, entfernen, dann knallt mir das da auch weg. Na? Ist da null Verweise, muss ich hier händisch weglöschen. Schauen wir, ob das jetzt noch funktioniert. Wahrscheinlich nicht, ja, weil wahrscheinlich habe ich da oben habe ich ja irgendwo einen Zugriff. Ja, nein, ah schau, Checkbox, das kennt das ja nicht aus. Kennt das ja nicht aus, dann lasse ich lieber das hier, nur das. Kennt das jetzt aus? Funktioniert wieder. Ja. Wieder mit deinem kreativen Heinz, der Funktion überprüft, passt. Jetzt haben wir wieder auf dem alten Status ohne den. Ja. So, jetzt wollen wir praktisch die Combo-Box da hineinziehen. Back, da ist die Combo-Box. Das ist, jetzt sehen wir mal, was eine Combo-Box wirklich ist. Das ist dieses, ich mache es mal genauso breit wie das andere. Ja, passt. Das ist so eine Dropdown-Auswahl. Ja? Das ist doch nicht schlecht, weil da kann ich genau eins auswählen. Wo gebe ich jetzt, den gebe ich einen Namen, es gibt natürlich einen Namen. Namen, Combo-Box, Auswahl. Gut. Dann, wo gebe ich jetzt die Daten ein? Gibt es hier bei Items, gibt es Sammlung. Und da kann ich sagen, okay, dann nehme ich Standard, dann nehme ich Uppercase und Lowercase. Das sind die drei Sachen, die ich einstellen will. Ja, schauen wir uns das an, wie das ausschaut. Standard, Uppercase, Lowercase, ja, kann ich aussuchen. Ja, aber wir haben auch gesehen, aha, am Anfang ist nichts ausgewählt. Jetzt müssen wir uns irgendwie damit vertraut machen, was gibt's denn da eigentlich? Was gibt es denn da eigentlich? Ja? Und ich will jetzt einfach da, statt dem, das interessiert mich jetzt einmal nicht mehr, werde ich mir ausgeben, was hat denn die Combo-Box? Und zwar mache ich Label.labelausgabe.text, kleines Label, ja? Ist gleich. Und zwar haben wir da die Combo-Box Auswahl. Punkt, was haben wir? Selected Item. Schauen wir uns das einmal an. ToString. Was bedeutet denn das? Ja? Play. Übernahme. Unbehandelte Ausnahme. Schon mal schlecht. Ja? Schauen wir Standard. Übernahme. Standard. Uppercase. Uppercase. Lowercase. Okay, was mir nicht gefallen hat, war das, wenn ich gleich am Knopf drücke. Vielleicht gibt es da was anderes wie Selected Item. Ja. Selected Index. Index, schauen wir uns das an. Was das checkt. Ja. Schauen wir uns das an. Gleich mal Probe aufs Example, Übernahme, minus 1. Okay, das schaut schon nicht schlecht aus. Jetzt steht da minus 1. Ja. Standard 0 1 2. Und mit dem kann man arbeiten. Mit dem kann man arbeiten, also der Selected Index zeigt mir an, was das ist. Und was kommt da zurück? Ein Integer. Ein Integer kommt da zurück. Mit dem kann man sogar sehr gut arbeiten, würde ich sagen. Weil da kann ich ja, wir haben einen Befehl kennengelernt, der hat Switch geheißen. Switch. Ja, da machen wir Klammer auf. Da machen wir
Combo Box Auswahl, Punkt, Selected Index. Das ist, ja, da gehen wir durch, und zwar Case. Was soll bei minus 1 passieren? Ist das gleiche wie bei 0. Nämlich, wir wollen das ausgeben. Break. Super, schau, wie es funktioniert. Bei Case 1, ja, was soll dort passieren? Das war Uppercase, dann nehmen wir das. Und so, und da hinten noch Punkt to Upper. Break. Sind wir schon fertig. Und dann machen wir noch Case 2. To Lower. Das brauche ich nicht mehr. Schreibe dazu. Nicht ausgewählt. Standard. Dass man sich auskennt, ein bisschen kommentieren, gell, ist immer gut. Dann haben wir da Uppercase. Und Lowercase. Ja, damit habe ich das darin. Knopfübernahme klick, passt. Schauen wir uns das an, ob das funktioniert. Übernahme. Warte mal. Muss ja wieder 1 reinschreiben, sehr klar. 1, okay. Nichts ausgewählt, ist normal. Machen wir gleich Lowercase. Ja, ist Lowercase, Uppercase. Ja, ist Uppercase, Standard. Funktioniert. Gelöscht. Funktioniert, funktioniert, funktioniert. Gut. Was gefällt uns nicht? Uns gefällt nicht, dass am Anfang nichts drin steht. Also mir gefällt das nicht. Da steht einfach nichts. Ja? Ich möchte, dass da schon Standard drinnen steht. Jetzt kommen wir mal zu dieser. Das ist das, wo ich gesagt habe, da greift man am besten nicht rein. Richtig? Richtig. Ja. Greifen wir am besten nicht hinein. Aber ich mache es jetzt doch. Ja. Ich greife da oben hin und schaue mal an. Initialize Components gibt es irgendwo. Ja. Das war zuerst klein gemacht, deswegen hat man das nicht gesehen. Initialize Components, und da gibt es voll viel drin. Scheiße. Und da gibt es nämlich auch da Combo Box Auswahl, da ist nämlich das drin, was wir da rechts unten einstellen. Was man aber nicht einstellen kann oder was ich nicht gefunden habe, ist dieser Selected Index. Deswegen schreibe ich den jetzt einfach dazu und dann schaue ich, ob das geht. This.comboBox, ComboBox Auswahl.selected Index ist gleich 0. So ist dazu geschrieben. Schauen wir, was passiert. Und tatsächlich steht Standard drin. Habe ich einen Default-Wert angegeben. Ein Wahnsinn. Ja? Wir sehen also, diese Combo-Box, das ist schon eigentlich ziemlich genau das, was wir wollen. Ja? Aber der Nachteil von der Vorteil von der Combo-Box ist, okay, ich kann mir es aussuchen, es ist gut. Ja? Es gibt noch eine andere Möglichkeit, nämlich die Möglichkeit einer Listbox. Ja? Was eine Listbox ist und inwiefern sie sich von einer Combo-Box unterscheidet, das werden wir im nächsten Mal uns anschauen. Ja? Zum nächsten Mal machen wir statt der Combo-Box eine Listbox. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.